As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Game Inc. Mark of the Ninja ist angesagt. Mein Name ist Martin und gemeinsam werden wir schauen, was in der Tor Nummer 1 ist. Wir drücken den Hebel oder schieben die Kardefinde ein. Jetzt. Dazu drehen wir uns elegant auf die rechte Seite, denn von links ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Der Panikraum. The Panic Room. Ist ein guter Film. Kann ich nur empfehlen. Da erinnere ich mich gerade. Gab es da unten nicht eine Kiste, die wir hin und her geschoben haben? Hätte man da nicht noch irgendwo hingehen können? Soll man sich das nochmal schnell angucken? Ich glaube, das war nicht weit entfernt. Oder? Ich bin gerade nicht sicher. Weiß das ärgerlich? Haben wir da was übersehen? Gegebenenfalls schneide ich das dann noch raus. So, da bin ich auch schon wieder. Tatsächlich haben wir etwas übersehen, und zwar war das diese Kiste hier, die man vorhin hätte hier herumschieben können, beziehungsweise vorhin schon herumgeschoben hat und nun hier unten durch kann. Da sind wir extra nochmal hier entlang gegangen, den Gang, um zu schauen, ob da noch was ist, und haben es übersehen. As Japan opened to the west, we found more sword, but this time we used it with honor. Today, only students, not masters, receive the mark, because we can guide them, and we can control them. Still, I wonder, do the tattoos make one mad, or simply dangerous? I see no difference between the two. Das ist doch mal eine interessante Rolle gewesen. Ziemlich reflektierend, diese Rolle. Naja, ich erlaube mir hier nochmal einen ganz kurzen Cut zu machen, um den Weg zurückzugehen. Das muss ich euch jetzt nicht antun. Wir sehen uns gleich wieder. Entschuldigt die Umstände. Haben wir den Weg unter uns gebracht, sind wieder oben an der Ausgangsposition und hier haben wir den Auslöser für das Malheur. Vielmehr, was uns daran erinnern lassen. Komme ich da hoch? Achso, ja. Wenn man es richtig macht, kommt man da hoch, ja. Wunderbar. Gucken wir doch mal, was wir hier im Angebot haben. Das hier ist immer noch alles verschlossen. Fortschritte, um diese Verbesserung freizuschalten. Ey, wenn man mir jetzt kommt, dass ich hier diese Nebenziele erreichen müsste, um das freizuschalten, also dann ist aber Schluss mit lustig. Ja, nee. Ich glaube, wir werden uns die... Ich meine, wir haben doch ein paar von diesen hier. Können wir uns auch gar nicht leisten. Nee, dann sparen wir uns das auch. Ja. Die Maske möchte ich gerne behalten. Die ist bisher die beste. So, diesmal nehmen wir hier. Die haben wir ja noch gar nicht benutzt. Dann nehmen wir euch. Und nehmen wir euch. Schauen wir mal, ob hier was taugt. Was haben wir hier? Ein Hund. Und das bedeutet, schnüffeln lassen. Ich weiß auch schon wie. Wir lassen uns hier abseilen. Und dann soll er uns riechen. Zu kurz. Schaffst du's? Ja, wunderbar. Oh. Runter. Das ist ein Schacht. Na gut, dann gehen wir rein. Und vielleicht kann er uns hinter der Tür riechen. Das wäre sehr entgegenkommend, denn ein Hund kann Türen bekanntlich nicht öffnen.
ne? Willst du mir jetzt sagen, dass er mich nicht riecht? Oh, ist das euer Ernst? Nebenbei, wenn man sich hier verstecken würde, der würde mich bemerken. Das ist mir auf dem Rückweg passiert. Da bin ich nämlich nochmal einem Hund begegnet. Und da habe ich mich in einer Tür versteckt. Und er hat mich tatsächlich bemerkt. Sag mal, was ist los mit dir? Hast du keinen Geruchssinn oder was? Oder ist er so unausgeprägt, dass wir von der anderen Seite kommen müssen? Ja, nicht so laut sein, ich weiß nicht, ob da oben noch was ist. So. Jetzt riech ich mich. Hier stehe ich. Bitte kein Blitz. Ja, wunderbar. Jetzt rennen wir schnell weg und einmal. Oh! Drumherum. Glück und Unglück. Mensch. Ist aber echt gut versteckt. Vor allem diese schwarzen Flecken hier sind unangenehm. Da komme ich nicht hoch. Da komme ich hoch. Nochmal einen Blick auf die Karte geworfen. Da geht's weiter. Und hier kommt man vorerst mal nicht rein. Gehen wir über die Dächer. Auch wenn die Blitze da sind. Trotzdem ist das der Weg des Ninjas. So stelle ich mir das zumindest vor. Eieiei, das geht aber echt hoch hinaus. Aha, okay. So viel dazu. Hey. Okay. Dich erledigen wir. Das tut mir sehr leid für dich, aber keine Lust hier entdeckt zu werden. Nee, ich will das nicht draußen liegen. Da ist die Wahrscheinlichkeit niedriger, dass jemand kommt. Okay. Mhm. Was haben wir denn im Angebot? Skarabäen, die bieten sich hier an. Wie war das? Das haben wir erreicht. Und Karajan töten. Okay. Das ist weniger ein Problem. Mach die Tür auf. Viel Spaß. Mit Game Inc. Boah, heillose Panik. Heillose Panik. Glücklicherweise sind die Türen sehr stabil. Was? Who is this guy? Das ist dein Ende, kann ich dir sagen. Du drehst dich nicht um. Bei dir da oben macht das nichts. Eine Überraschung? Ah, ich werfe es zu hoch. Warte mal einen Moment. Oder sollen wir uns das lieber aufheben? Ich glaube, wir heben uns das lieber auf. Scharfschütze, also aufpassen, wenn der hier jetzt schießt. Die werden uns wahrscheinlich mit einem Schuss erledigen. Was ist denn los? Mann? Zack. Ja, oh Gott, der hilft dir da auch nicht weiter. Haben wir hier? Ah, okay. Ein Stockwerk tiefer, das ist ein Schild, damit können wir nichts anfangen. Es wäre schick, wenn man das aufheben könnte, um sich vor Schussangriffen zu schützen. Das wäre doch ein Gimmick. Machen wir hier die Tür zu und schauen mal, was wir gesagt bekommen. Look, there's Karajan. Hiding like a coward while the
those guards do the fighting. Ah ja, sieh an, sieh an. Jetzt heißt es plötzlich, töte Karajan, ohne entdeckt zu werden. Stand das vorhin schon da? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Boah, Blackout. Du gehst nur bis hier oben hin. Gut, also das wollen wir noch schaffen. Irgendwas müssen wir noch schaffen. Ich werfe mal kurz einen Blick nach oben. Da sehe ich, steht niemand. Das heißt, euch werde ich ausmachen. Und da haben wir offensichtlich Stahltüren. If we shut off that generator, we'll bring down the lasers, and then nothing will stand between us and Karajan. Ich bin ja mal gespannt, wie sie den Bossfight inszenieren wollen. Ach, wir können auch hier hoch, okay. Uiuiui. Mach mich nicht traurig, Junge. Okay. Was haben wir hier hinten? Jetzt werde ich mir mal erlauben, von dem hier ein wenig Gebrauch zu machen. Eieiei. Gut, da kommen wir eh nicht durch, aber immerhin ist die Lampe aus. Da haben wir einen Bewegungssensor. Offenbar gibt es diesmal keine Gegner, kann das sein? Nur diese Laserstrahlen, die uns hier behindern. Mit allen möglichen Drehrädern, Hebel. Da wird alles ausgepackt. Okay. Ich hätte gedacht, man könnte sich da drin verstecken. Ein Blick auf die Karte geworfen. Wir kommen von hier. Geht's da hoch und möglicherweise noch da lang. Nur da ist der Laserstrahl. Dann sind wir schon mal richtig. Komme ich da unten noch entlang? Ist das hier? Okay, da ist eine Tür. Das wird dann vermutlich der andere Weg sein. Und ein Laserstrahl, da kommen wir natürlich nicht weiter. Auch mit dir. So. Okay. Lässt du da eine Lücke? Du lässt eine Lücke, tatsächlich. Eieiei. Eieieiei. Reicht er uns? Nein. Du gehst nicht bis ganz runter, das ist schön. Das ist erfreulich. Verdammt, das erste Mal draufgegangen. War ich nicht schnell genug? Beziehungsweise habe ich nicht weit genug gedacht. Bringen wir uns schon mal in Ausgangsposition. Dann hoch. Na, was ist los? Hä, warum bewegst du? Ich glaube, ich habe hier gerade einen. Leute, das war gerade ein Bug, der hat sich bewegt, obwohl ich ihm das nicht befohlen habe. Also das zählt nicht. Und das ist nicht erdacht, das ist die Wahrheit. Aha. Da haben wir das diesmal deutlich besser gelöst als vorhin. So. Ich nehme an, da oben steht niemand. Gut.
erst einmal den Hebel. Dann sind die schon mal aus. Und hier brauchen wir... Aber wir haben die Karte schon. Und Tor Nummer 1 ist offen. Die Leute andauernd denken, dass sie mit Geld alles erreichen können. Wie naiv. So, den umgehen wir. Ah, da kommen wir immer noch nicht weiter, okay. Da kommen wir nicht weiter, da kommen wir nicht weiter. Kommen wir da weiter? Ist noch eine Tür. Bin mir gerade nicht sicher. Auch mit dir? Ja, da kommen wir weiter. Und tatsächlich keine Gegner in Sicht. Der macht nämlich richtig Lärm. Und da oben kommen wir gerade. Und da bemerkt man uns auch im Versteck mit dem Bewegungsmelder, was im Grunde ja logisch ist. Ich sollte das mal sehen. Was ist das hier? Eine Abstellkammer muss aussehen. Nicht weiter von Bedeutung. Karajan, ich glaube, es sieht schlecht für dich aus. Ich entschuldige mich. Ich weiß, es sieht schlecht für dich aus. Oh Mann. Wie bin ich denn hier rausgekommen? Muss ich da hin? Da sind wir von hochgeklettert. Da ging es nicht weiter. Würde ich sagen, höchstens hier entlang. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Da ist etwas. Okay. Zum Einhaken. Damit hat der Architekt des Gebäudes wahrscheinlich auch nicht gerechnet, ne? Dass hier einer auf seinen Dächern rumturnt. Aha. Das Artefakt haben wir auch. Nein, nein. Immerhin eine schöne Kletteranimation, wenn er sich da hochhält. Er hochzieht. Festhält und hochzieht. Wenn wir einmal über die ganzen Dächer hier klettern müssen, da ist schon der Checkpoint, also sind wir auf dem richtigen Weg. Was ihn hier geht? Oh, da ist einer tatsächlich. Und er raucht. Das ist ungesund, dabei kann man sterben. Durch Lungenkrebs, zum Beispiel. Da geht's nicht weiter. Und schon sind wir auf der anderen Seite. Nur um einen Laserstrahl zu umgehen. Tja, damit hat auch der Sicherheitsinspektor, oder wer auch immer das war, der hier das installiert hat, nicht gerechnet. Security ist auch nicht mehr das, was sie mal war.
kommt einer von oben. Mit zwei, das ist echt mies. Er ist das Harp oder er ist der Hebel? Er ist der Hebel. Also kennen wir gar nicht. Wir müssen erst das Rad. Das ist echt mies. Kann man leicht übersehen. Und ich sehe schon, worauf das hinausgeht. Das wird eine Kletterpartie. Da haben wir schon große Erfolge mit gehabt. Glücklicherweise auf die richtige Seite. Und der ist stehen geblieben. Okay. Und hier rüber. Diesmal wenigstens nicht so schwer wie das letzte Mal. Und noch umständlich herumhüpfen musste und... Oh, oh, oh. Es geht gen Ende. Herr Karajan, es geht gen Ende. Und wir gehen hier erstmal aus. Da wird dir auch dein Geld nicht weiterhelfen. Tor Nummer 2 ist offen, Leute. Im Grunde sind das doch die feigsten Leute überhaupt, oder? Ich meine, erst machen die ja einen auf dicke Eier und jetzt sind sie mal mit konfrontiert und dann ziehen sie gleich den Schwanz an. Das sind mir echt die unliebsten. Weißt, lieber konsequent ein Arschloch oder eben konsequent kein Arschloch, aber sowas hier läuft halt auch nicht. Mhm. Okay. Eine Sache des Timings. Das wäre wohl auch zu einfach. So. Aber tatsächlich hier ein Levelabschnitt. Von dem da oben rechts abgesehen ohne Gegner. Oh, oh, oh. Punkt 1, soviel zu den Gegnern. Punkt 2, es waren Fahrstühle. Sind wir ein Lichtchen Erleuchter geworden. Oh, 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 der kommt da schon. Tja, und da machen wir auch schon einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge, vielleicht der Finalen. Karajan ist nicht mehr weit. Ich bin immer noch gespannt, wie sie den Endfight inszenieren wollen. Bis dann!